Auch ich bin von Fehlern nicht befreit. Ja, das sieht man nämlich jetzt hier. Ja, herzlich willkommen zu The Evil Within Folge 7. Und eigentlich hatte ich Folge 7 schon im Kasten. Ich habe jetzt nochmal hier hingespielt, weil meine schicke Webcam, ach nee, heißt ja gar nicht mehr Webcam, sondern Facecam, meinte, meine Stimme nicht aufnehmen zu müssen. Und somit musste ich das Ganze dann halt neu spielen bis hierhin. Deswegen habe ich auch jetzt, ihr seht's, habe ich auch jetzt meine Axt wieder in der Hand. Die hatten wir ja vorher irgendwo verloren. Und ja, falls ich ein paar neue Sachen dabei habe, die habe ich zufällig noch zugefunden. Aber wir schauen jetzt erstmal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Bevor ich jetzt aber dahin gehe, hau ich erstmal die Kiste klein. Mhm. Und... Weil ich weiß, dass da hinten waren noch Räume gewesen. Weil ich glaube, hier geht's mit der Story weiter. Und bevor ich da weitergehe, denn ich weiß ja, was da kommt. Entschuldigung, leider, ist nun mal leider so. Möchte ich mich doch nochmal woanders umsehen. Denn da drüben, weiß ich, gibt es noch ein paar Utensilien, die wir aufsammeln können. Und wir können eigentlich auch hier mal eben gucken. Huch, das war falsch. Ach, seht ihr, ich habe auch im Übrigen schon eine Granate gefunden gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir die beim letzten Mal schon hatten. Ich glaube nicht, aber... Jetzt haben wir sie. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Granate. Und ich werde... Ich werde mal hier lang laufen. Okay. Ich laufe hier, glaube ich, doch nicht lang. Ich werde dann hier mal reingehen. So. Hallo? Oh, was war das denn? Okay, oh, eine Kiste. Wenigstens hat er jetzt eine... Oh, Gel. Gel, ich wollte gerade sagen Schleim, aber ist ja Gel. Können wir das Gel aufnehmen und gehen mal hier schauen, was uns hier erwartet. Ah, schau mal eine an. Sie ist weg. Sie ist weg. Und ein neuer Tagebucheintrag. So, Tagebuch von Sebastian Castellanos. Dezember 2004, mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Maria Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und gerandig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen, sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren Arsch angesehen habe. Na, 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 Basti. Sowas macht man auch nicht. Ja. Huch. aber wie das auch geschrieben ist, ist ein bisschen komisch geschrieben. Mein Kopf. Mein Kopf. Schon wieder in der Anstalt. Oh mein Gott. Schon wieder hier. Scheiße. Keine Zeitung. Nix zum Lesen. Komm ich alleine raus? Ja. Meine ich das nur, oder... Ich glaube, es sind zunehmend wird es hier farbiger in dem Bereich. Kann das sein? Oder meine ich das nur? Haben Sie etwas vergessen? Also diesmal werde ich, glaube ich, erstmal nicht speichern. Oh, was haben wir hier? Missing! Vermisst KCPD Officer Oscar Connolly, auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Okay... Also ist Oscar auch... Tja, gut, den haben wir ja... Ach ja, stimmt ja, den haben wir ja gesehen. Den mussten wir ja, ja, leider erledigen. So, dann schauen wir doch mal. 3100 Gel haben wir. Gehirngel, Gehirnmasse. So, was brauchen wir denn am besten? Schaue ich jetzt mal bei Waffen. Waffen? Kritischer Treffer. Kostet 1500. Mann, das ist alles so teuer.
glaube, ich werde doch mal auf die Fitness. 2000. Können wir von 100 auf 110, auf 120, 130 und 150 erhöhen. Maximale Sprintdauer um eine Sekunde länger. Boah, kostet 3000. Das ist alles so teuer. Ich glaube, ich werde mal den kritischen Schaden erhöhen. Und, die Kaliber 45 Munition könnten wir eigentlich auch mal, also die Menge um 5. Ja, erhöht die Menge der Handfeuerwaffenmunition, die zusätzlich mitgeführt werden kann. Machen wir die auch mal. So, dann haben wir noch 600 Gel in der Tasche und ich würde sagen, das reicht erstmal. Das reicht für uns alle Male. Und somit können wir da erstmal weitergehen. So, oder speichere ich jetzt? Ah, ich weiß ja nicht, was kommt. Speichern wir mal. Sicher ist sicher. So, ihr seht, wie viele Speicherpunkte ich da schon habe. Ja, mehr wie vorher. Und, so, gespeichert. Und schon geht's weiter. Na, geh. Los. So. Ihr merkt, ich bin noch ein wenig fitter. Ja, so langsam kommt's bei mir die Gesundheit wieder. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das freut euch natürlich und mich auch. Deswegen, ich nehme es übrigens an, diese Folge nehme ich übrigens an dem Donnerstag auf, vor der Let's Play Live Show, und zwar den 16. Oktober, damit ihr ungefähr einen Eindruck bekommt, wann ich das jetzt... Mist, ich muss mir da unbedingt die Steuerung mit angewöhnen, weil ich hatte jetzt eine kleine Aufnahmepause. So, hier sind auf jeden Fall wieder... Das wissen wir ja, das kennen wir ja. Ja, schön bei Blau drücken. Das war knapp. Ich möchte nicht wieder, ja, als Salat enden. Als Salatsoße. Irgendwo in der Ecke. Boah. Das ist so gemein, so, wo du genau weißt, es könnte schief gehen. Naja. Wundert euch nicht, dass ich jetzt hier so forsch rumlaufe. Also, wie gesagt, ich hatte diesen Bereich leider schon in der Folge... Ich hatte diese Folge ja leider schon aufgenommen und, deswegen. Ich denke, dass diese Folge auch deswegen etwas länger wird. Da lag eine Flasche. Und deswegen seid auch nicht so erschrocken, wenn ich mich jetzt nicht so wundere, wo wir jetzt rauskommen werden. Denn, siehe da. Ta-ta-ta-ta. Genau, wir sind wieder hier. Und, ja, wir können quasi jetzt hier weiterspielen. Ab jetzt ist es für mich auch neu. Nee, Quatsch. Was erzähle ich denn da? Da hinten, das habe ich noch mitgemacht. Da wusste ich nicht mehr weiter, da habe ich auch aufgehört. Also, weiter geht's. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Na toll. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Na schön. Das ist ja mal ein toller Rat von ihm. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir einen Hebel. Wir werden den mal benutzen. Ah! Eine Kurbel auf der Terrasse. Hab ich schon. Die müssen Sie betätigen, damit ich durch. Habe ich schon gefunden. So, und jetzt werden auch die Zombies aggressiv, denn jetzt kommen die auch hier in diesen Bereich des Dorfes. Und jetzt müssen wir höllisch aufpassen, was wir tun. Und oh. Hier. Und da kommt doch schon der Erste. Hey! Fuck. Hier drüben! Hier geht es lang! Und ich habe keine Axt mehr. Shit. Der Alte geht dabei noch drauf. Was? Alter, geh sterben! Geh doch sterben!
geh sterben! Alter! Alter! Alter, 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 Alter! Oh, 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 oh. Manchmal ist Wegrennen die beste Methode, habe ich mir mal sagen lassen. Habe ich im Ladebildschirm mal gelesen. Ach du Scheiße, die Tür ist verschlossen. Was? Wer macht denn sowas? Wow. Wow. Ich weiß, dass auf einem Balkon auf irgendein... Aua! Fuck, dass auf irgendein Balkon... Wow. 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 Dass auf irgendein Balkon... Gehen wir mal auf Nummer sicher. Mein Gott, dass auf irgendein Balkon definitiv ein Scharfschütze steht von den Zombies. Und seit wann haben Zombies Knarren? Ich kann mich nicht entsinnen, dass Zombies Knarren haben. Ich glaube, bei Resi 1 war es nicht so gewesen. Mach die Lampe aus, Alter. Alter, mach die Lampe aus. Ja, jetzt müssen wir doch ein wenig ruhiger vorgehen. Was haben wir denn hier oben? Ich glaube, ich werde die Leiter mal hochgehen. Da hinten auf dem Balkon sitzt der Scharfschütze. Also da, so in die Richtung, wo ich jetzt so mit seinem Kopf so ungefähr hinzeige. Ich werde mal die Leiter hier hochkraxeln. Hier ist noch eine Kiste. Nee, doch nicht. Was war das? Schauen wir uns das gleich an, was das war. Dumm-di-dumm. Oh, was ist das denn Schönes? Kann ich das einsammeln? Wie komme ich denn da dran? Das ist doch bestimmt irgendwas zum Sammeln, oder? Weil das leuchtet auch so komisch. Das ist die heilige Mutter Maria. Oh, ich bin erleuchtet. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Neuer Gegenstand? Eigenschaften? Blendbolzen. Aha. Blendbolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Ah, das ist aber praktisch. Wenn ich ja gerne mal die Armbrust finden würde. Oh, hier liegt aber viel Zeug. Jetzt fehlt uns nur noch die Qualenarmbrust. Da ist übrigens der Balkon, der da so ein bisschen erleuchtet ist. Da oben, da steht er. Den, ja, müssen wir noch irgendwie erledigen. Da geht's übrigens auch rein im Haus, das weiß ich. Was war das denn gerade für ein Ach, da ist jemand runtergefallen, ne? Oh, der Dings... Der hat auf jeden Fall, Schleim... Mein Gott, Schleim will ich mal sagen. Gel mit... Und jetzt werden wir ein wenig ruhiger vorgehen hier. Definitiv. Naja, ruhiger ist relativ, also. Da sind auch überall Kisten. Ich will auch nicht zu viel Munition verplästern, auch wenn ich jetzt... Oh! Scheiße, ich brauch Deckung. Scheiße, ich brauch Deckung, ja. Da geht's doch schon los. Was, hier war irgendwo... Was, wer, wo, was, wer, wo, hä? Was, wie, wo, hä? Wer ist denn da so? Das sind komische Geräusche, die gefallen mir gar nicht. Vor allem so mit Ketten. Das erinnert mich unheimlich an den Typen aus der allerersten Folge. Ich hoffe, der ist nicht hier. Weil dann stehe ich ganz schön doof da. Hallo? Hallo, duck dich. Alter, dieses Western-Style-Dingen gefällt mir voll geil. So dieses Szenario, so im Western-mäßigen, das gefällt mir richtig gut. Und diese Licht- und Schatteneffekte sind auch sehr, sehr geil. Oh, da liegt Munition. Da lag Munition. Ich werde mal eben nachladen auf die Schnelle. Da liegt, glaube ich, Leben. Ja, haben wir voll. Okay, nehmen wir mal eine Spritze. Ja, noch mehr Munition.
Die gute Werwolf-Munition, die können wir gut gebrauchen. Die können wir sehr, sehr gut gebrauchen, die Werwolf-Munition. Wer hat sie nicht? Ja. Diese Geräusche. Oh. Die könnten wir vielleicht als unsere Waffe benutzen. Diese Mine. Aber ich möchte auch gerne darauf. Das heißt, wir müssen uns jetzt... Darf ich hier schon aufstehen? Nee. Okay. Hier. Dann darf ich vielleicht da aufstehen? Nein, darf ich auch nicht. Wo ist der denn? Ist der unten? Nein! Das ist der Typ! Nein! Alter, das ist der Typ! Déjà-vu! Déjà-vu! Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf den, bin ich ganz ehrlich. Hehe. Oh mein Gott. Und warum ist er da eingekerkert? Auf einmal. Der war doch in der Anstalt, war der doch irgendwie, frei? Hier kann ich, glaube ich, stehen, ne? Ja. Das macht mir voll Sorgen, ey, mit dem Typen. Dass der da unten in dieser Scheune sitzt. Basti guckt auch ganz schön komisch gerade. Der wundert sich auch ein bisschen wahrscheinlich. Aber wie gut, dass wir hier ein wenig aufräumen. Ein wenig uns umsehen. Das ist super. Weil, kann ja nie verkehrt sein. Streichhölzer haben wir jetzt voll. Waren wir auch noch nie. Ist dahinter eine Tür? Nee, ne? Oder? Nee. Könnten wir anzünden, wenn wir wollen. Aber die Frage ist, was wird uns das bringen? Gar nichts. Die Frage ist doch jetzt... Ich werde die Mine trotzdem mal entschärfen. Weil hier ist ja kein Zombie jetzt gerade, der uns jetzt irgendwie ans Leder will, an die Wäsche will. Und somit haben wir da auch... gute Karten. Weil jetzt aufstehen und in die Leiter hochgehen wäre echt dämlich. Weil ich glaube, das funktioniert nicht. Oh, Gott sei Dank. Lalala, ich gehe die Leiter hoch. Ganz schön staubig hier oben. Ah, guck an. Wir, das ist jetzt ein, Nein, die kann man nicht einsammeln. Oh, wer ist das denn da auf dem Bild? Sieht ein bisschen aus wie, Jim Carrey. Naja. Ja, das ist natürlich jetzt... okay. Ah, das mit dem Dicken da unten, ey, das ist... Bob haben wir ihn, glaube ich, genannt, ne, oder? Oder war das Otto? Ich weiß es nicht mehr. Und außerdem, das ist so spannend gerade. Wir müssen auf jeden Fall zu diesem Tor auch noch, ja? Naja, wir müssen den dämlichen Scharfschützen müssen wir ja auch noch erledigen, ne? Stimmt ja. Jetzt wissen wir auch, wer da so am Schreien ist. Ist da hinten noch was? Ich traue mich gar nicht hier lang zu gehen, weil ich immer Angst habe, dass hier... Hab mich jetzt da gerade was... Oh nein, da hat mich einer gesehen. Nein, 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 nein. Nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Geh weg, Alter. Verpimmel dich, verpimmel dich, verpimmel dich, verpimmel dich, verpimmel dich. Verpimmel dich, geh... Entschuldigung, verkrümel dich. Den haben wir einer gegeben und sind abgehauen. Das ist natürlich supi. Ich hoffe, oh, der sieht uns immer noch, ne? Oder? Lalala, du siehst uns nicht. Lalalala. 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 Ich habe Angst, dass es hier umklappt, aber naja.
Oh, diese komischen Geräusche gerade überall. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Mit diesem schönen Ausblick, ja, entlasse ich euch in eine kleine weitere Pause und wir sehen uns dann hier, ja, in einer weiteren Folge wieder. Also, macht's gut. Tschüss.